Alles begann 1849 in einer kleinen Bäckerei in der französischen Stadt Nantes. Ey, yo, Leute, willkommen zu meinem neuen Video. Und heute gibt es mal wieder eine Neuheitenbox. Natürlich aus diesem Monat, Juli 2020, haben wir jetzt schon. Und hier gibt es wieder neue Süßigkeiten. Und wir schauen zusammen mal, was es so an neuen Süßigkeiten in diesem Monat gibt. Und wenn du keine weiteren Videos mehr von mir verpassen möchtest, dann abonniere doch gerne diesen Kanal und aktiviere die Glocke. Aber jetzt geht's los mit der Box. Viel Spaß! Professionell wird diese Box natürlich wieder geöffnet mit einer Schere. Oh, das kann geil werden. Beginnen wir einfach mal mit dem ersten. Und das ist von TGI Fridays Mozzarella Sticks. Ich kann ja schon mal sagen, ich wollte TGI Fridays sowieso einen Test machen. Jetzt können wir auf jeden Fall von TGI Fridays Mozzarella Sticks testen. Finde ich richtig cool. Hier steht drauf, Pommes mit Mozzarella-Geschmack. Das sind also irgendwie anscheinend normalerweise Pommes. Sehen so aus, auch so ein bisschen wie Pommes, aber ich finde, die haben mehr so eine Form von so einem Erdnussflip. Wir probieren es mal. TGI Fridays Mozzarella-Sticks. Die schmecken verdammt ähnlich wie die Puffs von Cheetos. Schmecken fast genauso wie die Cheetos Puffs, also ja, einen kleinen Unterschied gibt es natürlich. Aber ich finde, der ist nicht krass, der Unterschied zwischen den Cheetos Puffs und TGI Fridays. Ja, ich finde es jetzt nicht schlecht. Ich gebe mal 7 Sterne dafür. Also 10 wäre wieder Maximum. 7 Sterne. Ja, ist okay, aber ist halt irgendwie auch jetzt... Ist halt aber irgendwie jetzt nichts anderes als Cheetos Puffs. Mit einem leichten anderen Geschmack, aber eigentlich schmecken sie genauso. So, weiter geht's mit Linsenchips, Käse und Kräuter von Snetz. Sagt mir gar nichts. Gepuffter Snack mit Käse und Gewürzgeschmack. Also Linsenchips hatten wir ja auch schon mal getestet. War nicht so besonders schlecht. Ich fand es eigentlich ganz lecker. Jetzt schauen wir mal, ob diese hier mit Käse und Kräuter auch gut schmeckt. Es riecht auf jeden Fall merkwürdig. Was sind hier so kleine Chips? Die sind auch schon wieder lecker. Ich glaube, ich sollte mal öfter Linsenchips kaufen. Die hatte ich nie so auf dem Plan. Aber bisher sind die irgendwie jedes Mal gut. Ich gebe jetzt mal hier 9 Sterne. 10 möchte ich jetzt auch nicht geben. Aber die schmecken schon verdammt lecker. Also ja. Yeah. 9 Sterne für die Sinnchips von Snetz, Käse und Kräuter. Als nächstes habe ich hier Türkis Pepper. Was ist das? Steht doch irgendwo auf Deutsch, was du bist. Ach hier. Ne, das ist auch Englisch. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Licorice. With Pepper Flavored Filling. Achso, das ist also der Kritz anscheinend irgendwie mit Pfefferfüllung. Soft and salty. Ich habe ja echt keine Ahnung, wie das schmecken soll. Ich mag ja die Lakritz jetzt nicht. Ich werde es trotzdem mal testen. Weil das klingt interessant mit Pfefferfüllung oder irgendwie so halt mit scharfen Füllung. Sehen so aus. Ich finde, es schmeckt nur nach Lakritz. Also mir jetzt nicht. Ich selber gebe hier 2 Sterne. Aber wenn man Lakritz mag, kann man dem mehr geben. Man merkt so eine ganz leichte Schärfe. Und diesen Pfeffer, der da wahrscheinlich drin ist. Ja, aber ja, wenn man halt Lakritze mag, ist gut. Wenn man keine Lakritze mag, so wie ich, ist nicht gut. Ich gebe trotzdem mal 2 Sterne. Machen wir weiter mit Minions Veggie. Ich bin ein Fan der Minions, gebe ich ganz offen zu. Und ich hatte auch schon mal Minions Gummibärchen. Die waren allerdings von Haribo. Die sind jetzt nicht von Haribo, zumindest steht hier nirgendwo Haribo drauf. Das ist eine Gummibonbon-Mischung, steht hier auch nur drauf. Es gibt 3 verschiedene Geschmackssorten. Es gibt einmal Erdbeere, Ananas, Kirsche, Banane und Heidelbeere, Banane. Ja klar, 2 Banane muss sein bei den Minions. Ja, wirklich so ein bisschen aus wie Minions. Ich finde, die haben es nicht so perfekt getroffen. Ich kann jetzt nicht sagen, was für eine Sorte es ist, weil die Minions sehen alle gleich aus. Also verschiedene Geschmackssorten könnte ich jetzt hier nicht erkennen. Wir probieren einfach mal den hier. Also ich glaube, ich hatte jetzt hier einen Kirsch-Banane-Minion. Und ja, ist lecker. Hat diese Konsistenz so ähnlich wie Schlümpfe, sehen ja auch so ein bisschen aus wie Schlümpfe. Muss man mögen, manche mögen diese Konsistenz von Schlümpfe überhaupt nicht. Die haben so eine ähnliche Konsistenz. Mir schmecken ganz lecker. Da kann ich auch wieder, ja, ich gebe 7 Sterne, weil sind jetzt lecker. Auch nicht jetzt krass überragend, aber schon lecker. Also 7 Sterne dafür kann ich locker geben. So, was habe ich hier denn? Wellsweet Hyaluron Holiday. Klingt wieder sehr gesund. Was steht denn hier? Hyaluron Holiday ist ein täglicher Wellness-Kurz, denn die kleinen Edelsteine mit leckerem Acai-Fruchtextrakt schmecken nach purem Urlaub.
Vitamin C und Zink tragen zudem dazu bei, deine Zellen vor oxidativem Stress zu schützen. Traubenzuckerkomprimat. Also scheint irgendwie Traubenzucker zu sein? Nein, doch. Das klingt wieder sehr, sehr gesund. Ja, ist wirklich einfach so Traubenzucker. Ja, ist okay. Jetzt aber auch nichts Krasses. Also gib mal 5 Sterne. Ist nicht schlecht. Ist auch nicht besonders gut. Deswegen mittendrin 5 Sterne. Schmeckt halt irgendwie ja nach Traubenzucker. Hat ja I-Geschmack. Ja, muss man nicht haben. Kann man haben. So, jetzt sehe ich hier was. Das hätte ich vielleicht schon etwas früher rausholen sollen. Wir haben wieder einen kalten Tee. Und zwar diesmal ist es Classic Eistee 40. Gäbe es jetzt Abstimmung, würde ich oben eine Abstimmung reinmachen, ob ihr lieber Pfirsich oder Zitroneneistee mögt. Ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben. Ich mag lieber Eistee Pfirsich glücklicherweise. Ich trinke aber auch den Zitroneneistee ganz gerne. Also mal wieder hole ich hier jetzt eine Tasse. Ja, ich muss jetzt eine Tasse auch, wenn es kalter Tee ist. Ich hole eine Tasse, tue es mit Wasser rein und dann tun wir das hier den Teebeutel rein und probieren es dann am Ende wieder. Da bin ich wieder mit meiner Tasse. Ist nicht sehr überraschend, wieder ganz normaler Teebeutel drin. Der kommt hier rein. Dann lassen wir es ganz schön ziehen und probieren es dann am Ende. Was haben wir hier noch drin? Nicht mehr viel. Fangen wir mal damit an. Halpier Fruchtgenuss Limited Edition Birnejoghurt Schokolade. Ich glaube, das ist nicht so mein Geschmack, Birnejoghurt. Aber wir probieren es natürlich. Ein Schick. Wie ich mir schon dachte. Absolut nicht mein Geschmack. Ich finde es echt nicht gut. Ich gebe diese Birne-Joghurt-Schokolade von Alpia, ich gebe 4 Sterne. Also sie ist nicht so, dass man sie jetzt übergeben muss, aber ist überhaupt nicht mein Geschmack. Also 4 Sterne für die Alpia, Birne-Joghurt-Schokolade. Dann haben wir hier noch Petit Tendre Original Küchlein. Keine Ahnung, was das ist. Hoffentlich steht sie drauf. Steht weicher Kuchen. Okay, warte, hier steht noch eine kleine Geschichte drauf. Alles begann 1849 in einer kleinen Bäckerei in der französischen Stadt Nantes. Rauch stieg aus dem Schornstein in der kleinen Küche in der Rue Lefret und die Straße duftete nach frischem Gebäck. Monsieur Lefret und seine Frau Mademoiselle Octil schufen mit viel Liebe und Hingabe den Grundstein für eine jahrhundertelange Tradition von Backkunst. Heute bietet LU in vielen Ländern köstliche Kekse und Küchlein nach französischem Rezept für die kleinen unbeschwerten Momente mit dem Liebsten. Ich weiß nicht, ob die Geschichte mich jetzt irgendwie weitergebracht hat. Nicht wirklich. Wir testen's. So einzeln verpackte Dinge. Ja, das sind wirklich so kleine Kuchenteile. Ich weiß nicht, kennt ihr diese Madeleines? Es gibt so irgendwas, das heißt glaube ich Madeleines. Und die schmecken eigentlich genauso wie die. Und ich finde es trotzdem irgendwie richtig cool. Auch wenn das nichts Neues ist. Petit Tendre. Also wahrscheinlich spreche ich das Ganze alles völlig falsch aus. Auf jeden Fall diese Küchlein hier. Mega geil, finde ich. Da gebe ich 8 Sterne drauf. Ja, ich bin begeistert davon. Auch wenn sie, wie gesagt, wie die Madeleines, die man vielleicht kennen könnte, schmecken. Und schon wieder ist eine Fliege auf meiner Softbox. Nice. Nice. Jetzt wäre der Tee dran. Ich muss jetzt einen Moment warten, weil das war jetzt zu kurz, die Zeit zwischen den beiden Produkten. Und als ich da den Teebeutel da reingetan habe. Deswegen mache ich jetzt eine kurze Pause. Euch geht natürlich jetzt weiter. So, jetzt sollte die Zeit soweit sein. Und ja, ich weiß, normalerweise über den Beutel erst rein, schüttet das Ganze mit Wasser auf. Aber andersherum sollte es auch funktionieren. Auch wenn ich irgendwie sagen muss, der Tee sieht noch nicht so aus, wie ich mir wünschen würde, dass er aussehen sollte vielleicht. Aber wir testen. Noch schwach, liegt aber glaube ich daran, dass er eben noch nicht so wirklich lange da drin liegt. Aber es erinnert schon krass an Pfirsich-Eistee. Ich weiß nicht, kennt ihr diesen Krümeltee? Den gibt es ja auch mit Pfirsich-Geschmack. Der schmeckt überhaupt nicht wie Eistee, finde ich. Aber dieses Beutellein hier schmeckt schon krass nach Eistee. Wirklich wie ein Pfirsich-Eistee. Könnt ihr jetzt kaufen oder könnt ihr diese Beutel kaufen? Schmeckt genauso. Man muss ihn definitiv nur ein bisschen länger hier drin lassen. Also noch ist er ein bisschen schwach vom Geschmack, aber ich glaube wirklich, das sehe ich auch in der Farbe, das liegt daran, der ist noch nicht ganz so lange da am Ziehen. Das wird in ein paar Minuten ein richtig guter Pfirsich-Eistee. Was heißt das also zur Bewertung von diesen Teilen hier? Ich meine, ich will jetzt auch nicht zu hoch greifen, deswegen gibt es auch nur 7 Sterne. Klingt jetzt ein bisschen schlecht, nachdem ich gesagt habe, das schmeckt wie Eistee, aber 7 Sterne sind dafür eigentlich schon genug. Als Alternative vielleicht zu dem fertigen Eistee, ich weiß jetzt nicht, was der Preis hiervon ist und wie viel ein Eistee kostet. Vielleicht kommt der hier mit billiger, vielleicht auch nicht. Aber auf jeden Fall ist es mal ganz cool,
auch so einen Eistee zu trinken. So, das war jetzt die neue Box. War mal wieder eine richtig gute Box, fand ich. Also die Box hat mir wirklich gefallen. Da waren fast nur geile Sachen drin. Abgesehen von der Kritz und der Schokolade vielleicht, aber ansonsten war es echt geil. Ja, und dann hoffe ich natürlich, dass euch das Video auch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, zeigt gerne mit einem Daumen nach oben. Und dann bleibt mir schon nichts zu sagen, außer vielen Jungs zusehen. Bis zum nächsten Video. Wir sehen uns in den 90ern. Bye, bye.